und wünschen Ihnen dabei viel Spaß. Unser Begleitungskurs findet immer von April bis Oktober statt. Wir bilden dort sämtliche Hunde aus und das Ende dieses Kurses sollte sein, die begleitende Prüfung zu machen. Wir machen das über die Kreisjägerschaft Dortmund und haben an sich sehr viel Erfolg dabei. So, es geht los, Brigitte. Die Hunde laufen jetzt an der Leine durch die Halle, sollen vor den Fuß gehen. Unterwegs werden sie einmal sitzen und das Tempo ändern. Alle Hunde sitzen. Geht's ganz langsam weiter. Zum Teil kennen sich diese Hunde gar nicht, da sie schon vor vielen Jahren bei uns im Kurs waren. Und wir wollen hiermit auch zeigen, dass die Hunde, wenn man weiter daran bleibt und mit ihnen übt, die Übung auch nach Jahren noch können. Und sitzen. Jetzt werden mal die Hunde getauscht. Jeder Führer geht zum nächsten Hund. Titus sitzt. Und los geht's. Alle Hunde sitzen. Und mal ganz langsam mit den fremden Hunden. Weiter geht's, einmal ganz langsam. Zu ihren eigenen Hunden zurück. Wir lassen jetzt den Kreis und gehen alle in Schlangen, nacheinander in Schlangenlinie um alle Hunde rum. Sie fällt an. Hunde werden sich gleich unterwegs begegnen und sollen einfach weiterlaufen. Silke. Bettina.
Manuela geht in Gebiet. Katrin. Eine lange Reihe, bitte. Rechte Seite, alle hier rüber. Eine lange Reihe. Die Hunde bleiben sitzen. Werden abgeleint, die Führer kommen hier rüber. Abgeleint und die Führer rufen nacheinander ihre Hunde. Brigitte, fang an. Hilde? Christiane? Matthias? Katrin? Was? Petra? Sophie? Manuela und Bettina. Die Hunde werden jetzt hier oben abgesetzt und die Führer verstecken sich. Verschiedene Gehorsamsübungen, die man aber überall zu jeder Zeit mal üben kann. Man kann den Hund einfach sitzen lassen, geht mal um die Hausecke, lässt die anderen hinter an der Hecke sitzen. Also es gibt es ganz viele Möglichkeiten. Titus muss sich zuerst immer wälzen, das gefällt ihm besonders gut. Zwischen allen Hunden durchgehen, die sollen auf ihrem Platz bleiben. Ist sein Frauchen und muss schon mal zu ihr gehen. Aska, Platz. Alle Hundeführer kommen wieder aus ihrem Versteck und gehen zu ihren Hunden.
Katrin und Hildburg, Brigitte und Christian. Die Hunde werden abgesetzt, die Führer verlassen den Platz und gehen über Kreuz. Die Hunde sollen nachher auf Kommando über Kreuz zu ihren Führern kommen. Und rufen. Silke und Sophie. Manuela und Bettina unten. Das Ganze geht bei einer guten Ausbildung auch mit zwei Hunden. Die Hunde werden gerufen. Dieter und Matthias gehen oben hin, Petra geht hin. Bettina. Der Björn heute aus Krankheitsgründen fehlt, müssen wir ein bisschen improvisieren. Anschließend legt die Silke ein Portal aus und der Hund soll es frei suchen. Jamie ist dies ja unser ältester Hund. Dieter? Jetzt zeigt der Dieter ihm, wie man seinen Hund auch noch beschäftigen kann. Das ist mal etwas ganz anderes. Aska kann so ein paar kleine Kunststücke, was immer sehr gut ankommt. Ohne dass es ihm und Frauchen langweilig wird.
So, alle laufen mit ihren Hunden in die Mitte und laufen mit den Hunden kreuz und quer durcheinander. Wir wollen damit zeigen, dass auch fremde Hunde nah aneinander vorbeigehen können, ohne dass dabei etwas passiert und das zu Knurrereien oder dergleichen kommt. Erstmal muss zwischendurch alle Hunde begrüßen, das ist also. So, aus dem Durcheinanderlaufen werden die Hunde jetzt abgesetzt, abgeleint und die Führer gehen etwas außerhalb von diesem Hundeflug. Die Hunde bleiben sitzen. Christiane ruft ihre Bonnie. Barbara geht gleich mit, die Brigitte ruft die Bella. Die Hilfrich ruft die Henna. Lasse. Da wäre ihr schön sitzen geblieben, wenn die junge Emma zum Frauchen wollte. Sophie. Silke. Katrin und Petra. So, ein Teil bleibt oben, ein Teil bleibt unten stehen. Bettina legt ihre Akkorde aus und der Salvator sucht die dann. Zwei hat Salvator schon gefunden, jetzt muss er noch zwei suchen. Kleinster Hund gegeneinander. Die Führer verlassen den Platz. Die Führer stellen sich jetzt Rücken an Rücken und der Hund soll zu seinem Führer kommen. Jetzt laufen Busse und Salvador gegeneinander.
wunderbaren Loben Leckerchen. Christiane und Manuela. Auch für so einen Elternpaar ist das schwierig. Bonnie muss erstmal gucken, wer noch da ist. Und auch Bonnie findet ihr Frauchen. Jetzt laufen Bella gegen Jamie. Die letzten beiden. Wir machen eine lange Reihe, die Hunde. Ja, wir machen eine lange Reihe, alle Hunde bleiben sitzen und Katrin schickt ihren Titus. Titus soll jetzt seine Leine holen. Gut, Titus. Eine lange Reihe, alle Hunde absetzen. Die Führer gehen auf die andere Seite. Ist weit genug? Und die Hunde ins Platz schicken. Nutzt Titus zum Wälzen, das wussten wir vorher. Alle Hunde liegen, prima. Und Titus gefällt das zu gut, also das muss auch mal sein. So. Zu euren Hunden zurück. Bella wird jetzt abgesetzt. Das
Frauchen verlässt den Hund und wird ihn rufen und unterwegs soll der Hund liegen bleiben. Bella und Frauchen haben sich erst vor einem Dreivierteljahr kennengelernt und seitdem ist sie bei Brigitte und das klappt schon alles ganz prima. Sie konnte vorher gar nichts. Dieter wird das nochmal mit Aska machen oder etwas anders. Da hat jeder dann die Freiheit, das so zu entscheiden, wie er es möchte. Aska, unser Bilderbuchhund, kann das natürlich. Sie macht auch noch Daumen. Das ist natürlich eine ganz tolle Übung. Jetzt setzt sie sich auf Handzeichen und kommt dann. Manuela, gehst du mal mit deinen beiden? Manuela hat zwei Hunde an der Leine und die macht diese Übung etwas anders. Emma, die junge Hündin, geht natürlich sofort zum Frauchen und fordert und weiß, dass er liegen bleiben muss. Auch unsere Kleinste kann diese Übung. Hallo, wenn Sie gehen, ich rufe Sie. Henna, komm weiter. Henna. Henna, kannst du Frauchen? Henna. Kleine Hunde können diese Übung. So, wir lassen den Hund einmal laufen. Hunde laufen lassen. Titus darf auch. Die Hunde mal los und schickt sie voran. Ja. Alle Führer rufen ihre Hunde zurück. Und zum Abschluss machen wir noch einmal eine Runde.
gut gestattet. Ich muss es nur wegräumen. So, Dieter geht los. Und alle Hüpfen. Die Hunde sollen jetzt frei bei Fuß gehen, die werden von alleine losgemacht. Und mit Fuß geht's wieder los. Alle Hunde sitzen. Die Führer gehen praktisch bis zum nächsten Hund und rufen dann ihren Hund zu sich. Alle gehen bis zum nächsten Hund und der eigene Hund wird dann gerufen. Alle fertig. Hunde wieder anleihen. Kommt hier jetzt alle noch einmal hier hinten hin, bitte. Rechte Seite. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und unsere Übung ist für heute beendet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.